Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Wir haben ein paar Kronkorken noch dazu gekommen. Die gab es nämlich heute Abend zum Aufnahmezeitpunkt gratis im Shop. Das Eisenerz. Ja, mega. Oh, jetzt hakelt es noch ein bisschen, aber das ist dann auch gleich wieder vorbei. Ja, also unser Ziel heute ist natürlich, ins Sägewerk zu laufen. Dort den Bandenanführer zu töten. Ich dachte erst, das wäre eine bestimmte Quest, die ich schon gemacht hätte, aber das ist es gar nicht. So, oder wir bringen den Bandenanführer dazu, das Wayward in Ruhe zu lassen. Was wir dann mal ausprobieren können, ist vielleicht auch mal so ein Stealth Boy zu verwenden. Und dann mit unserer Mistgabel einmal Peaks zu machen. Was ich mir jetzt auch nochmal runtergeladen habe, ist eine Mod für die Wasseroberfläche. Ich weiß nicht, ob das... Ja doch, das sieht so aus, als würde es funktionieren. Ich hoffe nur, dass das nicht OBS zum Absturz bringt, die Grafikmods, die ich habe. Das wäre ein bisschen schade. Ja, aber das sieht doch jetzt schon wesentlich schöner aus. Herstellen machen wir jetzt eigentlich gerade nichts. Das Vorkriegsgeld. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mitnehme. Oder können wir was herstellen? Wir haben ja eben wieder Holz gesammelt. Und dann können wir hier eigentlich auch nochmal so ein bisschen Tee machen. Ein bisschen Saft. Noch ein bisschen Saft. War es dann auch schon. Und wir können eine Karottensuppe machen. Ja, das wäre doch mal was hier. Schön lecker Karottensuppe ist mal was anderes. Klingenkornsuppe. Eine Maissuppe. Und ein Starlight-Bärenauflauf. Ach, dafür braucht man die Starlight-Bären. Alles klar. Prinzipiell wäre es auch ganz schlau, sowas dann auch mal anzupflanzen beim Camp. Ja, aber wir finden auch unterwegs immer so viel von dem Zeugs. Da ist es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Na, da können wir gleich schon wieder ein bisschen blaue Blumen ernten. Eine Rußblume. Da wird schon wieder geballert. Sollen sie machen? Damit nichts zu tun haben. Aber werden wir. Na gut, dann stürzen wir uns mal in die Schlacht. Sind die das schon? Ups, die falsche Taste. Ach, weg. Supermutant. Ach du Schande. Was ist das denn? Ein Feuerfloater. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht krank gemacht. Supermutant ist natürlich ungünstig. Ja, noch einer. Eieieiei. Unangenehm. Jetzt haben wir über 1000 Kronkorken schon. Krass. Ja, hat ja wieder mit dem automatischen Stimpack auch funktioniert. Das ist gut. Verkrüppelt sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr sein. Siedlerkolonist. Ja, Stimpack wirkt nicht mehr. Hat funktioniert. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen. Na gut. Und auch hier Supermutanten. Aber wir haben unsere Mistgabel erfolgreich eingesetzt. Könnte vielleicht doch drüber nachdenken, eine der legendären Mods noch einzubauen. Aber eigentlich will ich ja stärkere Nahkampfwaffe haben. Wäre eigentlich cool, wenn man die noch aufwerten könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man die auch im Level verbessern kann, aber ich fürchte fast, dass das nicht geht. Hm. Wow. Boah, ich finde ja auch gleich mal jemanden. Tist. Ich fürchte nicht. Heiliger Mottenmann. Ich werde den Ungläubigen für dich töten. Oh. Ja,
hier? Da hinten brennt's. Haben wir sie geschafft? Ich glaube schon. Stimpak, sehr gut. Mistgabel, ja, haben wir schon. Ja, hier. Hä? Was habe ich da jetzt Schaden gekriegt? Ich bin gegen den Stein gelaufen. Aua, mein Fuß tut weh. Oder was? Wir sehen schon mal wahrscheinlich das Sägewerk, zumindest auf dem Kompass unten. Bäumchen. Ist das da hinten das Sägewerk? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder doch? Doch, doch, das muss es sein. Das ist der Moment, wo man am liebsten vorher schnell speichern würde, aber das funktioniert ja nicht. Schlimm. Den weichen wir mal aus. Die will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt kämpfen. Nee, das ist nicht das Sägewerk. Doch. Warte nur. Die Frage ist, schleichen wir uns jetzt rein? Oder nicht? Ui. Gegenstand. Ist der Stealth Boy hier noch. Stealth Boy hier noch drin? Nee. Ist unter Waffe? Das macht Stufe 15 schnell 20 Schaden. Der hat auch Stufe 15. 32 Mittel, aber nur 32 Mittel. Das ist schon interessant. Schweiffeuerwerk. Ach, das ist eine. Granate? Rüstung, Kleidung, auch nicht. Es trinken auch nicht. Oh, wir sollten vielleicht nochmal was trinken. Vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Dendronblüte, was haben wir denn jetzt eigentlich für Getränke gemacht? Butterbeerensaft haben wir gemacht. Schöne ist ja, dass wir da auch gleichzeitig mit heilen. Das ist Essen und sicherlich doch auch Trinken, oder? Ja. Eissuppe ist gut. Schmeißen wir uns noch die Köterkeulen rein, bevor die vergammeln. Den Leguan am Stiel haben wir noch. Die Karottensuppe ist jetzt eigentlich Verschwendung. Nehmen wir hier noch den Blutblatt-Tee und dann geht es uns auch ganz gut. Achso, ich wollte aber eigentlich ja den. Das Boy, den wollte ich gerne in die Favoriten packen. Ja, dann haben wir den jetzt hier ausgewählt. Klar. Oh, die müssen wir unbedingt mal wieder reparieren, die hier Mistgabel. Verdammt. Da drin wird es ja wahrscheinlich Werkbänke geben. Und wir können ja vielleicht die Losung sagen. Das wäre ja ganz gut. Ich will mit deinem Boss reden. Ach ja? Und wie lautet das Passwort? Wissen wir? Donauwalzer. Das wissen wir. Da brauchen wir gar kein Glück für. Hereinspaziert. Perfekt. Zeichen der guten Geste. Machen wir das mal so. Sehr gut, so ist natürlich noch besser. Dann gucken wir mal, ob wir unsere Waffe noch reparieren können, bevor wir hier jetzt kämpfen. Haben wir hier eine Wackelpuppe? Große Waffenwackelpuppe. Füge bei Benutzung eine Stunde lang irgendwas hinzu. Ja. Nee, sieht nicht so danach aus.
Der schläft da oder ist er tot? Okay, hier ist der Knast. Aber auch eher keine. Keine Werkbank. Ein Feuerchen gibt es hier wieder. Wahrscheinlich sind die Werkbänke auch eher oben beim Chef. Aber schön, dass man das hier vielleicht sogar friedlich lösen kann. Na gut, wir gehen ins Büro, dann können wir hier halt nicht reparieren. Wahrscheinlich sollten wir nach dieser Questreihe dann auch wieder ins Camp zurückkehren. Und hoffen nur, dass wir uns eine Waffenwerkbank bauen können. Naja. Aber im Zweifel geht das ja auch so. Hier haben wir immerhin schon mal eine Braustation. Können wir irgendwas brauen? Nee, können wir nicht. Aus der Bierflasche. Ja, wir gucken noch mal oben. Guten Tag. Bastelwerkbank. Das ist nicht das, was wir suchen. Eine Waffenwerkbank. Ist sowas hier? Geh jemand anderem auf den Sack. Ja. Oh. Ein Porra-Platiné. Aber es gibt hier auch wieder keinen Kuchen. Und gucken, Vorrat. Nichts drin. Nehmen wir jetzt einfach Ventilatoren mit. Ein bisschen Benzin. Kann nicht schaden. Steelbags, die brauchen wir auf jeden Fall. Schrauben sind auch gut. Weiß nicht, ob das so gern gesehen wird, wenn wir halt hacken. Oder die Sachen hier mitnehmen. Ey, das sollte denn eigentlich ziemlich egal sein. Huch, ach, die sind unterirdisch hier. Jemand hat von Beta gehört. Vermutlich hat es ihn endlich erwischt. Beta hatte sowieso keine große Chance. Dachte immer schon, dass jemand alle Tassen im Schrank haben sollte, um unseren Preis für uns zu finden. Waffenwerkbank. Ich möchte gerne die Mistgabel einmal zufällige legendäre Mod, ja. Wir werden sie auf jeden Fall erstmal reparieren. Was kostet's denn? 4 Stahl, 2 Holz, 2 Kleber. Ja, komm. So, und dann möchte ich gerne mal gucken, was... Ah, okay. Entweder eine 1. Dafür brauchen wir aber noch legendäre Kerne. Also das bringt uns gar nichts. Alles klar. Ist eh nur hypothetisch. Dann einmal alles veredeln. Bringt aber auch nicht so viel. Achso, ich wollte doch Waffen, glaube ich, verwerten. Und da sind das Bowie-Messer, Brandaxt, den Fleischerhaken, das Kampfmesser. Gezackte Klinge können wir jetzt herstellen, okay. Aus dem Back. Nehmen wir das mal eben, ne? Sag das nochmal für die Aufnahme. Den Namen. Und wo ist dieser Crane? Ich habe ihn gesehen. Im Wayward. Der Bar nördlich von Flagwoods. Und was weiß er? Er meinte, er war einem Wort auf der Spur. Einem für Leute oder für Zeug? Die Art, in der Zeug liegt. Die Art, in der Zeug liegt. Das Thema wäre geklärt.
Glaubst du, es handelt sich um den Schatz? Weiß ich nicht. Hat er nicht gesagt. Nun, wäre es nicht gut, das herauszufinden? Ja? Fürchtest du dich vor mir? Oh Gott, ja. Keine Angst. Wir sind keine Monster, bloß Pragmatiker. Du darfst aufstehen. Du bringst mich jetzt nicht um? Nicht ohne einen guten Grund. Hast du ein Zuhause? Nein. Suchst du eines? Und was soll ich machen? Geh nach oben, iss und trink was. Erzähl uns was. Vielleicht hilft dir das auf die Sprünge. Danach können wir reden. Und wenn ich gehen will? Wir sind hier alle frei. Eine kleine Familie. Wir passen aufeinander auf. Der Rest der Welt kann zur Hölle fahren. Ja, netter Mann. Wir reden mal mit ihm. Du hast das Passwort? Hat dir bestimmt jemand gegeben, der dachte, du könntest noch nützlich werden. Ich bin Roper. Jetzt erklär mir doch mal, warum du mir die Luft wegatmest. Ich dir? Ich suche die Aufseherin von Vault 76. Hast du sie gesehen? Sehe ich für dich vielleicht aus wie eine Milchtüte oder was? Wenn du hier nichts Wichtiges zu tun hast, haust du besser verdammt nochmal ab. Also anschließen möchte ich mich denen eigentlich nicht. Ich will, dass ihr das Wayward in Ruhe lasst. Ist das so? Und warum sollte ich das tun? Gute Frage. Ah, das wissen wir leider, können wir leider nicht machen. Weil ich Crane bin und ich weiß, wo der Schatz ist. Klar bist du das. Aber wenn du weißt, wo dein Schatz ist, bin ich ganz Ohr. Schade, das kriegen wir nicht hin. Weißt du, vielleicht war der richtige Schatz die ganze Zeit vor unserer Nase. Freundschaft. Du hast wohl einen Clown gefressen. Also, erzählst du mir jetzt, wo das Ding ist, oder vergeudest du nur meine Zeit? Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich finde ihn für dich. Und ob du ihn findest. Aber ich bin ja nicht geizig. Sag mir zuerst Bescheid und du bekommst einen fairen Anteil. Und jetzt raus. Alles klar. Während du das für uns machst, sollten meine Leute dich nicht stören. Sofern du sie nicht störst. Nein, ich störe dich nicht. Kein Problem. Wir müssen dann wieder mit Duchess sprechen. Also den ganzen Weg wieder zurück. Wir machen das trotzdem. Wird schon keiner kommen und sich beschweren. War jetzt auch nichts Besseres Gutes drin. Ja, gut. Tschüss, Sikorski. Die Frage, machen wir dann eine Schnellreise? Im Grunde können wir uns das sogar leisten. Entweder machen wir das zum Camp, dann können wir einmal unser ganzes Geraffel noch wieder weglegen. Verwertet haben wir soweit alles. Vielleicht können wir jetzt sogar die Werkbank bauen. Das können wir mal ausprobieren. Ja, dann gehen wir jetzt zurück zum Camp. Dann gucken wir mal. Unser Camp ist, genau, da ist nämlich das Wayward und hier ist unser Camp. Dann machen wir hier eine Schnellreise. Denn wenn wir jetzt hier eine Schnellreise hinmachen, kostet uns das Ganze 13 Kronkorken. Gut, Kronkorken sind kein Problem mehr, weil wir so viel gratis bekommen haben. Ich weiß nicht, da sie im Atomshop waren, kann man. Habe ich aber nicht gesehen, dass man die da auch kaufen kann. Das wäre ja noch schöner. Home sweet home. Plöpp, da ist sie da. Ach ja. Dann gehen wir mal rein.
Dann wären wir schon mal hier. Ja, Restaurant bauen müssen wir unbedingt noch machen. Aber jetzt kommen ja erstmal die Standardsachen, die man so braucht. Waren auch gefühlt die Ladezeiten deutlich schneller. So, also drücken wir einmal V. Dann Z und C. Herstellung. Nee. Rot von oben. Eine Atombombe ist im Anflug. Sie auf der Karte. Achso. Ja, wir brauchen immer noch 4 Aluminium. Alles klar. Schade. Das mit dem Aluminium ist echt ein bisschen Achtung, doof. Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte ja, aber Sie das Gebiet schnellstmöglich. Bei uns, oder? Da unten irgendwo. Ja, kein Problem für uns. Gehen wir einmal zur Kiste. Einmal den gesamten Schrott da rein. Was haben wir denn noch drin? Ja, im Grunde können wir hier auch ein paar Patronen weglegen, dass wir erstmal hier so auf 100 Schuss ungefähr kommen. Man könnte auch überlegen, ob man die nicht einfach auch mal verkauft. Wollen ja Nahkämpfer sein. Hier. Ist gar nicht so viel gebracht. Sortieren wir mal nach Stapelgewicht. Und dann haben wir hier wieder abgekochtes Wasser, das sehr viel wiegt. Dann packen wir mal 10 wieder weg. 137. Oh, das ist okay. Achso, dann können wir gucken, ob wir noch ein paar Stimpaks verdünnen können. Ja, können wir. Perfekt. Stahlschrott können wir herstellen aus Eisenerz und Säure. Dann können wir den Schrott hier wieder reinpacken. Transfer, gesamten Schrott lagern. Gut. Dann können wir auch noch mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was in unser Schlafzimmer packen wollen. Ich muss mal gucken, was wir so haben mittlerweile. Wir haben ja auch ein bisschen was freigeschaltet. Und was davon wir uns überhaupt leisten können. Das brauchen wir nicht. Generatoren brauchen wir hier auch irgendwann noch mal. Lichtgeräte. Wir könnten mal gucken, ob wir hier vielleicht so einen Tisch hinstellen können. Guck mal, wir haben hier ganz viele verschiedene Schlafsäcke, die wir da machen können. Bett. Dafür brauchen wir Baupläne, alles klar. Let's see, das hier sind Stühle. Genau, ne? Das wäre dann was fürs Restaurant. Die könnte man da eigentlich auch ganz gut für benutzen. Genauso wie die Barhocker. Lagerkisten. Haben wir hier irgendwie einen Tisch dabei? Nee. Zeigen. Was ist das denn? Zeigen. Ja, Anzeigen brauchen wir hier gerade nicht. Bodendekor ist hier gerade schlecht. Wir könnten hier so einen Fußabtreter hin tun. Und Eier und Flamingos und sowas hier. Ach, die Statue haben wir auch. Gale. Den Händler, den könnten wir draußen, wie gesagt, hinstellen. Tische, das wollte ich doch. Ah, hier sowas. Mit so richtig schnieke Sachen. Aber den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir uns hier nochmal irgendwie mit ranstellen. Der Raum ist eigentlich auch viel zu groß. Müssen wir hier echt nochmal mit Wänden was machen. Der kommt hier hin. Sehr schön.
Und da können wir dann ja im Grunde auch noch irgendwas Schönes drauf tun. Wir haben hier aber auch noch Wanddekor. Ah, hier nochmal so ein schönes Bild könnte man eigentlich drüber hängen. Make-up-Plan. Was haben wir hier noch? Können wir uns nicht leisten. Beziehungsweise wir wissen nicht, wie das geht. Okay, Uhren in vielen Variationen. Ah, man kann hier auch Buchstaben machen. Interessant. Ah, zur Beschriftung. Das ist gut. Das passt eigentlich noch besser rein. Ja, wir nehmen das mit dem Medication. Ups, falsche Taste. Enter wollen wir drücken. Das sieht doch, das passt gut. So Schritt für Schritt werden wir das hier ein bisschen schöner machen. Irgendwas, was wir machen können. Warte mal, ich mach mal die Baube einmal umschalten. Das war wegen kürzlich. So, jetzt so wollen wir es haben. Oh Gott, neu. Oh ja, was ist denn neu? Was ist das? Industrieller Scheinwerfer. Dann haben wir hier Beton. Ein Betonfundament. Okay, das hier sind irgendwelche. Ah, das sind so Wände, die hier ganz gut reinpassen. Die haben wir auch schon mal benutzt. Und im Grunde können wir den hier auch mal mit hin platzieren. Das ist ja unser Wohnbereich hier. Flip. Ah, der schwebt. Der schwebt. Fällt mir nicht. Der muss hier schön auf den Boden. Wir mit der linken Maustaste bauen. Nicht mit Enter. Nee. Noch ein bisschen irgendwie. Na, nicht so leicht hier. Oder wir legen ihn einfach dann hier hin. So, ja. Machen wir es so. Anders geht's nicht. Haben wir noch Kürzlich dazu bekommen, noch mehr Beton, Unterkunft, was ist das? Serverraumeingang, alles klar. Naja, und das sind die Sachen fürs Restaurant, alles klar. Dach brauchen wir nicht, Treppe brauchen wir nicht, Tür brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir hier noch so eine Yuka-Cola-Lampe hin. Dafür brauchen wir aber vorher noch einen Tisch oder so eine Stehlampe hin. Nee, das sieht nicht aus. Wir brauchen nochmal so einen kleinen Beistelltisch dort. Nur ich fürchte, Tische können wir jetzt nicht viele bauen. Zumindest nicht wirklich schöne. Dann stellen wir die Lampe auf den Tisch, den wir schon haben. War jetzt habe ich links gerückt. Gut. Licht. Ja, dann kommt der dahin. Bitte warten. Jetzt hat er es gebaut. Er braucht aber natürlich noch Strom. Das heißt, wir müssen noch einen Generator anbringen. Ja, richtig schön ist das nicht. Der kommt mal hier hin. Den können wir vielleicht noch verstecken. Produziert 12 Strom. Das ist schon richtig gut. Falsche Taste gedrückt. So, dann müssen wir zum Modden wechseln. Und verbinden den
Und ihn verbinden? Nee, ne? Oder muss das einfach nur in der Nähe an dann sein? Hm, wie kriege ich denn da Strom ran? Oder brauchen wir dann noch so einen Stromanschluss dafür in der Nähe? Das kann ja auch sein. Mal, ob das so sein muss. Sieht natürlich ziemlich hässlich aus. Kann ich mal da oben irgendwie anbringen? Da sehe ich es dann nämlich nicht. Ja. Oben hin. Jawoll! Cool. Richtig disco-mäßig hier. Ach, das gefällt mir. Sehr schön. Ja, damit entlasse ich euch natürlich gerne aus dieser Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.